Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf der Karte auf dem Marsch, Version 2.7. Ja, aktuell wird Feld Nummer 50 Gras gemäht und verbrannt bei zwei Fahrzeugen. Und dann sind wir gerade bei und machen die letzten Meters. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Samstag. Ja, ich hoffe, wir haben die Woche gut bestanden. Ich habe in der Woche auch einiges noch vor. Stand heute. Und zwar Überstunden. Aufgrund der Tatsache, dass mein Kollege nicht da ist, muss ich da ein bisschen einspringen. Sonst gibt es garantiert Terminprobleme. Entschuldigung. Ja, das ist, ja. Hoffe, dass alles klappt diese Woche, auch mit den Aufnahmen. Aber ich denke mal, ich bin optimistisch. Die Zeit werde ich schon finden. Als Ausgleich, als Entspannung nach der Arbeit zum Beispiel. Das ist ganz gerne. So, ich muss mal schauen. Gelb heißt kein hoher Tag. Also wir haben auch recht trocken, muss ich sagen. Was unsere Rüben machen, ne? Die etwas von der Rolle, die Burschen. Die haben sie noch nicht gelöst. Ich muss dazu sagen, eher mein Fehler. Ich habe da praktisch den einen eingestellt und dann wollte er unbedingt losfahren, also zum Feldausfahrt, und dann kam der Grüne ins Gehege. Dann werde ich mal den anderen kurz entlassen, weil mit dem kann ich noch fahren, der ist noch nicht drin, ne? Und dann kann der hinfahren auch leer. Ich durch die Rüben fahre meistens Verlust. Und das muss ja nicht sein, ne? Junge, ich hab die extra hinge... Jo. Ja, das kann heiter werden auf dem großen Feld. Wenn das so klappt wie hier, große Mahlzeit. Da werden wir ohne den Mod deaktivieren müssen wahrscheinlich, weil der Röhmmotor nicht mehr klarkommt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, mal sehen. Tja, da brauche ich einen Abfahrer fürs große Feld. Und ich muss die kleinen Wiesen noch mähen, sehe ich gerade. Ja, warum arbeiten? Nennt man mehr oder mehr, ne? Entweder oder, ne? Ja, verkaufen wollte ich auch noch nebenbei. Naja. Das wird ja doch nichts, ne? Eigentlich eingestellt habe 0,65. Ich habe weiter. Muss mal schauen. Zwar. Ja. Anwenden. Das Kursblech. Der Rübenmotor wird gleich wieder voll sein. Aber wenn er keine Kurven fahren muss, dann geht's ganz gut. So, Anhänger voll, ne? Ja, so gut wie. Lass ihn mal wegfahren. Beziehungsweise werden überholen und dann abfahren lassen. Beziehungsweise auch gleich auf Straße bringen. Dann kommt der Wasser nicht klar. So. Und der andere. Der andere fährt da oben, ja, das passt. So. Dann brauche ich den zweiten Schwadder. Der ist hier oben. Damit ich die Ballen heute noch gepresst kriege. Beziehungsweise anfangen kann, ne?
haben wir auch Fahrzeuge frei für Abfahren von Zuckerrüben fürs große Feld. Ich werde mir wahrscheinlich zwei große Anhänger kaufen. Ich muss jetzt überlegen, wo ich welche habe. So, mal schauen. Ja, einsammeln auch noch nebenbei nachher. Ja. Okay, das kann ich auch morgen machen, das ist nicht so tragisch. Das muss ja nicht sofort gedüngt werden, das muss gar nicht gedüngt werden. Wahrscheinlich kommt da Gäres drauf als Zugabe von Dünger und dann ist gut. Dann kommt mir her mit der Saatmaschine der Rest drauf, ne? Ist ja halt so. Ja, wie gesagt, die Ränder muss ich da nächstes Mal auch beim nächsten Feld schon auf scharf einstellen. Also jetzt, was jetzt kommt. Ist ja so. Ja, Samstag, ne? Oh, was hier? Was sehe ich hier mal? Oh, was sehe ich hier? Ein optischer Fehler. Oh, ja. Gut. Ist reine Optik. Da auch. Aber denk mal, hat er schon selber gesehen. Es sei denn, er fährt nicht selber, ne? Das ist mal jetzt hier vom Modder jetzt, ne? Ja, gut. Dass die Straße ein bisschen. Da hat er irgendwas verschoben. Aber ich kann es nicht beurteilen, ich kenne mir da nicht aus, also wie das gemacht wird. Ja, gut. Mal gucken, wie ein Outdrive-Kurs aussieht, ne? Ob der auch verrückt ist. Ja, übrigens Outdrive-Kurs, ne? Neue Karte. Und ich musste keine Datei austauschen. Ne? das finde ich das Beste bei dabei, bei der Neuerung rausgekommen ist. Ne? Also allgemein, Outdrive jetzt neuerdings Neues. Ne? Schon ein bisschen länger, aber das finde ich gut. Weil das habe ich in den meisten Fällen immer vergessen gehabt. Und da waren die ganzen Kurse weg. Beziehungsweise die ganzen Zielpunkte mehr oder weniger. Ne? Oh, hat mich geärgert und dann musste ich immer ein Spielchen nutzen von Autosave und dann war es noch zu retten, aber wie gesagt, das ist jetzt zum Glück nicht mehr so, ne, dass man da machen muss. Aber da weiß ich aber auch nicht Bescheid, wieso das immer so ist, aber ist halt so, ne, oder war so. Da wo die Sonnenblume war, kommt ja Dings rauf, ne. Hopfen nächstes Jahr. Und bei der Rüben kommt auch Hopfen drauf. Immer so entschieden. Weil. Sind die auch fast fertig, ne? Schön. Oh, alles schlecht. Brachland. So. Was ist hier los? Ja, wie gesagt, hier ist das Problem eher, dass das Feld zu klein ist, ne? Dass da die Abfahrer so eine Probleme haben mit ranfahren. Jetzt bin ich mal dabei und schauen, ob ich hier was ändern muss von der Abstandswert, ne? Ich sag mal, zu dicht ist nicht gut und zu weit weg ist auch nicht gut. Das scheint zu weit weg zu sein. Mal sehen. Ja,
Neuer Versuch. Mal sehen. Ich muss das ein bisschen mal machen lassen. Und ob ich da den richtigen Wert dann rausfinde. Bei dem Drescher hat es immer geklappt. Rübenroder wird es auch klappen müssen, ne? So, spätestens in meinem großen Feld muss ich ja eh allein laufen. Weil da haben wir dann nicht so viel Zeit. Beziehungsweise werden die Zeit nicht haben. Ja, reell werden die Rüben jetzt alle im Arsch, mehr oder weniger, ne? Zerdrückt. Also die würden eher so schneller verrotten als andere Rüben, die unbeschadet sind, ne? Damit gleich verarbeiten würde, würde es auch noch gehen. Aber das ist aktuell 0,5. Dann muss ich nur 6,0. Hier 0,3. Das kann ein bisschen dauern. Oder welchen Wert meint der Abstand zum Häcksler? Kann es bald nicht sein. Mal gucken, einen extra Abstand und da was zu verändern. Das ist so gar nicht. Sind aber nie fertig. Klar, fahren wir los. Der ist gleich wieder voll, ne? Gut. Wo hängt das hier? Fertig mit Mähen. Na gut, Die kleinen Wiesen kommen noch. Dann schicken wir ihn auf Nummer 23. Der kann da gleich gemacht werden. Und den schicken wir auf 24. Teilweise schlecht, also Ernte teilweise sehr schlecht. Rot ist schlecht, grün ist gut, aber gelb ist ja schlechtes Maß, kann man sagen. Ne? Du gehst auf Feld Nummer 24.
gerade so. So. Auf geht's. Speichern ist gut. Ja. Den Grün hat abgeladen, ne? Oder sieht so aus? Scheint so. Ne, der Grün ist da hinten. Ja, wie gesagt, ist hier. Ja, die Wiese ist ungünstig. Und zwar deswegen. Dass vorne kein Gewicht dran ist. Ja, das wird nichts, ne? Aber wir müssen allein mit zugreifen hier. Komm, paar Meter noch, paar Meter. Noch ein Anhänger voll, da kommt gleich ein anderer, der steht auch bereit. Oder war das mit Rübenknütze? Der war ein Rübenknütze gewesen. Die könnte ich bei der BGH abkippen. Könnte ich. Aber da liegen Ballen, ne? Da wird keiner annehmen. So. Ja, den kippen wir oben ab. Bei der BGH und zur Not auf ja. Radlader ist auch nicht da. Ja, ist ungünstig. Oder mal probieren, ob er hier drüben rüber macht. Den löscht. Weil ich krieg das ja nicht aufgenommen unbedingt. Ah, Bart juckt. Nächstes Wochenende betonieren. Macht er nicht. Ja, ist klar, wenn es zu wenig ist. Wenn es wenig gewesen wäre, hätte er vielleicht gemacht. Oh, Gegenverkehr. Ich hoffe insgeheim, dass wenn er mehr Routen gefahren ist, dass er ein bisschen besser läuft. Ja, wie gesagt, bei den großen Flächen ist es ein bisschen einfacher. Da können die mehr rangieren. Ja, das ist voll. Gerade hat er wieder den Ball geschnappt. So, Streif I. Das kippe ich einfach mal so hin. Vielleicht das von alleine. Wenn nicht, ist es dann egal. Anführungszeichen. Rübenknitzel. Bodelende. Ich brauche so mehrere Abfahrer. Das ist eh klar. Und ich müsste mal. Ja, das habe ich öfter gesagt, ne? Hier Ordner anschaffen, richtig Ordnung herbringen.
abladen. Zumindest abladen. Und dann kann man schon mal sortieren. Und dann kann man auch die einzelnen Positionen sortieren. Beladen. Tiefluft, was war hier irgendwo? Ja, die Remainter an sich ist schon Herausforderung, weil man sieht, das ist der Grund dafür. Bald die vorbeifahren. Muss ich rausfinden, welcher Punkt das ist, ne? Welcher Abstand das ist. Weil er arbeitet ja fleißig, ne? Kann man nicht meckern, ne? Das komme ich kaum hinterher. Mit einem kleinen Traktor. Anführungszeichen. Oh, ich sehe gerade wieder Überlänge. So, Zuschauer, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit der Rübenernte. Hier auf Feld Nummer 7. Das sieht klein aus, aber doch verdammt viel Arbeit. Tschüss, ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Tschüss. Voll.